Hallo. Hallo. Heute reden wir über das Thema Staatsbürgerschaft. Also ich bin Sandra, ich bin 15 Jahre alt, ich wurde hier geboren, meine Eltern leben hier schon 21 Jahre und ich habe die Staatsbürgerschaft. Hallo, ich bin Emma, ich bin auch 15 Jahre alt. Ich habe leider nicht die Staatsbürgerschaft, da meine Eltern nicht hier geboren sind. Aber ich bin hier geboren. Ja. Also es gibt mehrere Unterschiede zwischen mir und Emma. Zum Beispiel, wir beginnen mal mit dem Wahlrecht. Ich habe das Recht zu wählen mit 16. Aber Emma hat leider nicht das Recht. Ja. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil es ist sehr unfair. Gut, das zweite ist, dass wenn ich irgendwo reise, brauche ich kein Visum. Aber ich habe es notwendig. Ja. Also zum Beispiel, wo ich gerne studieren muss oder möchte, brauche ich mein Visum. Also, um jetzt noch mal zu erklären für die Menschen, die nicht verstehen, was ein Visum ist. Ein Visum ist ein Aufenthaltstitel, der bestätigt, dass eine Person ohne Staatsbürgerschaft in Wien wohnen darf. Wir sind beide der Meinung, dass das Geburtsortprinzip in Österreich auch gelten sollte, da der Prozess der Einbürgerung sehr lang und anstrengend ist und es einfacher wäre, wenn das hier geborene Kind sofort die Staatsbürgerschaft bekommt.